Ja, Herr Schacher, vielen Dank für die Einladung hier nach Aichach. Hat mich sehr gefreut. Sagt vor allem, ich habe ja viele Tage in meiner Kindheit hier in der Gegend verbracht. Ich bin gebürtiger Augsburger und die Oma hat in Schildberg gewohnt und da waren wir die ganzen Ferien immer. Also von der Seite her wieder ein bisschen zurück in die Vergangenheit. Mein Vater war auch sehr viel hier, sage ich mal. Von der Seite her auch ein bisschen familienmäßig Kunststofftechnik im Hintergrund. Ja, wie gesagt, das sind heute drei Themen, wo ich ein bisschen speziell, was wir so auch in Rosenheim dazu machen, anreißen wollte. Vielleicht ab Vorfeld ein paar Sachen zur Hochschule Rosenheim selber. Wir haben aktuell ca. 6000 Studenten, sind stetig am Wachsen. Also ich bin jetzt selber 20 Jahre in der Hochschule Rosenheim. Wir haben den Faktor 3 zugelegt. Die Kunststofftechnik davon ist relativ klein. Es sind nur 150 Studierende und ich kann momentan auch nur an alle appellieren, Werbung zu machen. Die aktuellen Studentenzahlen für nächstes Jahr schauen traurig aus. Die ganzen Diskussionen um Kunststoff haben ziemlich zugeschlagen. Also wir haben aktuell vermutlich 50% weniger Anfängerzahlen als die Jahre vorher. Und das deckt sich mit anderen Hochschulen. Wie gesagt, in der Kunststofftechnik sind wir, sage ich mal, in allen Bereichen tätig. Fokus ist sicherlich ein bisschen stärker Richtung Spritzguss, haben einige Labore in alle Richtungen, habe es hier ein bisschen zusammengestellt. Und die Inhalte heute gehen vorwiegend auf drei Kollegen zurück. Wir haben so eine Arbeitsgruppe Kunststoffverarbeitung und Holzhybride. Da ist auch der Kollege Schemme und der Kollege Michanickel aus der Holztechnik noch mit dabei. Da wollte ich noch kurz drüber gehen. Das Thema, was wir uns in allen Bereichen zum Herzen genommen haben, die Prozesse ein bisschen übergeordnet zu betrachten. Hier vielleicht einmal auch ein bisschen das Thema, wie gehen wir die Prozesstechnik an. Also auch hier, wir werden nicht nur die Spritzgussmaschine anschauen, wir nehmen uns den Weg vom Material bis zum Endprodukt im Prinzip komplett letztendlich vor. Wollte ich mal inhaltlich ein bisschen rangehen. Die ganze Kunststoffwelt oder auch Welt draußen hat sich in den letzten Jahren gewandelt. Ich habe jetzt einfach hier mal zwei Bilder von zwei Autos genommen. Wie gesagt, früher war vorwiegend die Funktionalität im Vordergrund. Heute haben wir deutlich mehr Ziele, Optik, Anmut, Flexibilität, Individualität und solche Sachen, sage ich mal, treffen natürlich dann auch auf die Produkte und insbesondere auch aufs Spritzgießen zu. Ich habe es hier mal ein bisschen zusammengestellt, wo gehen die neuen Themen hin. Ich habe mir dafür mal ein bisschen eine herstellerunabhängige Spritzgussmaschine gesucht. Wir haben halt so die Themen Genauigkeit an den Maschinen, die weiter hochgehen soll. Das Thema Performance, man will die Ausbeute erhöhen. Ganz klar auch die letzten Jahre Energieeffizienz war ein starkes Thema. Und was momentan sicherlich extrem im Fokus ist, ist Digitalisierung oder Industrie 4.0, auch respektive Flexibilität der Produkte. Ich habe vorhin auch die Autos gezeigt. Was noch dazu kommt, die ganze Stückzahl wird deutlich geringer, man hat immer kleinere Losgrößen, deswegen muss auch die ganze Produktion flexibler sein. Also es liegt jetzt nicht an meinem. Ah, ist wieder da. Von der Seite her. Ja, wie gesagt, und von der Seite her möchte ich mal zu dem ganzen Thema Industrie 4.0 überleiten. Ich habe es hier mal ein bisschen zusammengestellt, diese industrielle Revolution. Wir sind aktuell, wie gesagt, bei der vierten industriellen Revolution. Man kann hier loslegen von der Dampfmaschine und so weiter. Und wie gesagt, wenn man die Runden fragt, das Wort Industrie 4.0 ist, denke ich, für die meisten ein Wort, wo schwer greifbar ist. Und es ist sehr viel reininterpretiert worden. Ich werde es auch nachher noch ein bisschen sagen. Prinzipiell, was dahinter steht, ist eine Forschungsinitiative der Bundesregierung in Deutschland, die im Prinzip das ganze Thema Vernetzung
Automatisierung nach vorne treiben wollte und sage mal, viele Firmen oder auch alle Hochschulen haben daraus ihre eigenen Ideen entwickelt und man ist im Prinzip dann auf gewisse Punkte gekommen. Ich möchte es hier an einigen Beispielen, die wir auch hier in Rosenheim gemacht haben, auf das Thema eingehen. Wie gesagt, das Erste, was man mit Industrie 4.0 fokussiert hat, war das ganze Thema Prozessregelung. Ich habe es hier mal zusammengestellt. Wir haben im Prinzip hier den eigentlichen Prozess, die Maschine und hier hinten die Qualität und können im Prinzip jetzt an unterschiedlichen Stellen an den Prozess einwirken. Im Prinzip bereits in der Maschinensteuerung selber den Prozess regeln, Einspritzregelungen und so weiter. Da sind in den letzten Jahren auch einige gekommen, selbstverschließende Rückstromspannen und so weiter. Und man sieht im Prinzip auch, was wir hier gemacht haben, die Kosten der Regelung, die Zeit für die Installation und wie gesagt, die Qualität, das ist immer so schwierig definierbarer Prozess und hängt immer sehr stark, denke ich, vom Produkt selber ab. Aber wenn man weitergeht, dann sind es die ganzen Prozesssteuerungsgrößen, die dann kommen. Da heißt der Aufwand schon wieder deutlich mehr. Wir sind auch in den letzten Jahren von einigen Maschinenherstellern Regelsysteme an den Markt gekommen, wo Material nachgeregelt wird und ähnliches, um letztendlich Schwankungen aus dem Prozess rauszuregeln. Hier ist natürlich die Kosten und der Aufwand bereits höher. Ich habe jetzt hier absichtlich das Thema Qualität noch mit einem Fragezeichen versehen, weil selbst wenn ich ein Material mit einem MFI von Delta 2 auf die Maschine packe und ich bin in der Lage, das rauszuregeln, dann behaupte ich immer noch als Hochschulangehöriger, dass die Qualität mit Sicherheit nicht das gleiche sein kann, weil ich habe ein anderes Material verwendet. Ich bekomme sicherlich das gleiche Gewicht, ich bekomme gleiche Maße und ähnliches, aber ich hänge hier doch an anderen Prozessen. Und so kann man im Prinzip weitergehen, dass man hier runter geht bis zu Qualitätsregelmodellen, wo man letztendlich dann wirklich Bauteile vermisst und von den vermessenen Bauteilen wieder zurück in die Maschine geht. Da gibt es sogenannte Expertensysteme. Ich sage, der Aufwand ist hier relativ hoch und man muss sehr viel Zeit investieren. Wie gesagt, wir haben sowas auch immer ein bisschen an der Hochschule Rosenheim durchgezogen. Wie gesagt, das Ziel ist letztendlich wieder die ganzen Störungen am Prozess zu messen und im Prinzip nachzuregeln, mit der Hoffnung, dass man letztendlich den Prozess dann sauber letztendlich ideal hinbekommen. Da sind wir ein bisschen die Auswirkungen sehen. Wir haben hierfür selber mal ein kompressionsabhängiges Umschalten entwickelt, finden Sie hier letztendlich, und haben es verglichen mit den Standard-Umschaltverfahren. Sie sehen hier die Verfahren an der Maschine, die erwartungsgemäß eher ein bisschen ungenauer sind. Sie sehen auch die Einflüsse, das Material und die Druckdifferenz oder Drift von Sensoren war eigentlich so der größte Einfluss. Geht man in die Werkzeugumschaltung rein, dann hat man schon deutlich bessere Qualitäten. Und wie gesagt, wir haben es hier nochmal mit der Kompression, da kann man noch ein bisschen was letztendlich rausholen. Ich sage, das ist ein so Fokus, wo man machen kann. Das nächste ist, die Rechnerleistungen, alles ist höher geworden. Man kann Prozesse komplexer anpacken. Ich habe hier im Prinzip den Standard-Regelprozess von Temperaturen, PED. Und wie gesagt, da hat man heute durch übergeordnete Regelsysteme die Möglichkeit, jetzt mehr Phasenregler zu packen. Man kann also die Geschichte in der Maschine mitnehmen. Das ist jetzt nur ein Beispiel der Heizungsregelung. Das könnte man mit Druckkurven, kompletten Anlagenketten vom Trockner bis zum Bauteil mit durchziehen. Wie gesagt, und hinter diesen mehr Größenregeln könnten intelligente PED-Regler stehen oder auch sogenannte Historienregler. Man schaut sich ein bisschen die Vergangenheit an, lasst einen Rechner die Zukunft vorhersagen und
baut darauf die einzelnen Regelgrößen auf und hat auf die Art deutlich schnellere, exaktere und besser anpassbare Regler. Wir haben das an der Heizung verglichen und Sie sehen es hier im Prinzip. Wir haben hier die Möglichkeit oder rausbekommen, dass man bis zu guten 30% Energie einsparen kann, nur in der Anfahrphase oder auch eine Maschine in dem Bereich deutlich schneller packen. Ich sage, das waren so die Anfänge 4.0. Man geht heute ein Stück weiter. Man vernetzt großflächig, also nicht nur die Maschine, sondern vernetzt Gebäude, Peripherie, etc. und kann auf die Art dann groß geschlossene Regelkreise aufbauen. Ich sage, wir haben das in Rosenheim am Beispiel der Reinraumtechnik durchgezogen und sagt, was halt dann hier hinzukommt, ist ein extremes Datenmanagement. Also ich sage, das ist dann nicht mehr der klassische Maschinenbauingenieur, sondern eher mehr der Informatiker. Wir haben hier zwei Leute, die sich da ganz gern mit diesen Strukturen beschäftigen. Also im Prinzip alles zusammenfassen über die unterschiedlichsten Netze. Da muss man auch fairerweise sagen, der Standard ändert sich am liebsten jedes Jahr. So ähnlich wie Sie es mit den Steckern am Telefon kennen. Da ist selten ein großer Standard da. Momentan kristallisiert es sich ein bisschen raus, dass ein paar Standards kommen, aber ich traue dem Frieden noch nicht. Wie gesagt, und das andere ist am liebsten auch noch die Vision Cloud, wo man reingeht. Und wie gesagt, wir haben das auch mal relativ umfassend dargestellt. Wir haben im Prinzip zentrale Datenschnittstelle, packen die Daten der Spritzgussmaschine, der Peripherie, der ganzen Umgebung mit rein, gehen auf, wie hier, MATLAB, das sind Programmiersysteme, wo man den Prozess analysieren, visualisieren und auch gleichzeitig regeln kann und können eigentlich online oder in Realtime wieder zurück in die Maschine. Ich sage, das ist auch ein bisschen Vorteil 4.0 mit diesen ganzen Netzwerken, dass man hier schöne Regelkreise machen kann. Jetzt werden Sie natürlich sagen, wer macht sowas oder was hilft sowas? Wir haben dann einmal umfangreiche Untersuchungen gemacht. Ich zeige Ihnen hier mal nur ein Beispiel, das Sie wahrscheinlich täglich trifft. Wir haben hier die lila Kurve, ist die Umgebungstemperatur. Wir haben unsere Maschine in einem Reinraum oder in einer kontrollierten Umgebung und haben einfach mal die Temperatur um 8 Grad nach oben gefahren. Und wie Sie sehen, laufen alle anderen Parameter, wie unter anderem Schmelzetemperatur und so weiter, weg. Also wie gesagt, das ist auch so ein bisschen ein Vorteil, wenn man so eine übergeordnete Datenerfassung hat, dass man die Prozesse gesamtheitlich anschauen kann und auch dann Auswirkungen letztendlich auf andere oder im Prozess befindliche Daten hat. Ich sage, das Gleiche kann man mit dem Stromnetz machen. Wie gesagt, man sieht innerhalb von so einer Datenerfassung, wenn die Spannung, die wechselt bei uns an der Hochschule tagsüber um ungefähr 10-15%. Und Sie finden das im Prinzip auf dem Werkzeuginnendrucksensor wieder, die unterschiedlichen Signale. Es wird nicht alles rausgeregelt. Wie gesagt, das ist ein Thema, 4.0, Messtechnik, Datenerfassung und Datenmanagement. Wie gesagt, es wird hier noch einiges kommen Richtung Big Data. Das andere, wo man dann auch letztendlich reingeht, man versucht weniger auszuprobieren, sondern immer mehr zu simulieren. Zwilling, sage ich, oder digitaler Zwilling ist oft so ein Thema. Wir haben das immer hier am Beispiel der Heizungen auch gemacht. Eins der großen Themen immer bei der Simulation, Sie sehen es jetzt schon hier, ist dann die rechnerische Darstellung der Produkte. Ein Heizband ist hier sicherlich relativ komplex, das zu digitalisieren ist nicht ganz einfach, vor allem damit in die FEM reinzugehen. Und Sie sehen schon, man muss hier dann doch teilweise enorme Vereinfachungen machen. Also da hilft auch heute die hohe Rechnerleistung noch nicht, dass man voll durchgeht. Aber wenn man die Vereinfachungen gut und geschickt macht, dann kommt man auch hier zu eigentlich schönen Ergebnissen. Sie sehen immer die durchgezogene Linie verglichen mit der gestrichelten, ist immer der Soll-Ist-Vergleich. Also man hat hier heute schon Möglichkeiten, im Prinzip so Regelungen von Heizungen, Spritzguss
Füllvorgang und so weiter ist als Stand auf der Technik wirklich auch im, als digitaler Zwilling durchzuziehen. Wird sicherlich auch noch mehr kommen. Wie gesagt, ich habe hier noch eine Folie. Die größte Hürde, was wir hier generell haben, haben wir auch ein Projekt mit der Firma Deckerform im Bereich der Duromer-Verarbeitung, sind leider, ich habe sie angedeutet, die Materialkenndaten, die stehen oft nicht zur Verfügung. Sie sehen im Prinzip vollbestimmt, idealisiert, unbestimmt. Jetzt nur für das Beispiel Heizbänder und Isoliermaterialien. Wenn wir jetzt in den Bereich Duromere gehen und Sie versuchen, mit einer Simulationssoftware hier Viskositätsdaten zu bekommen, dann schaut das Thema relativ kritisch aus, sage ich mal. Von der Seite her, wie gesagt, Simulation ist wichtig, wird kommen. Die Fleißaufgabe, Werkstoffkennwerte, die sollte man dann parallel mitnehmen und muss auch irgendwie finanziert werden. Ja, das ist immer so, wie gesagt, Thema 4.0. Dann das Thema Leichtbau ist ja auch in den letzten Jahren stark in aller Munde. Gerade mit der Elektromobilität, die Autos müssen an Gewicht verlieren, weil die ganze Antriebstechnik an Gewicht zunimmt, sage ich mal. Und wie gesagt, wenn man jetzt die Kunststoffe hernimmt, klassisch kommt ja der Leichtbau aus der Luft- und Raumfahrttechnik. Wir kennen alle diese Glasfasermatten mit Epoxidharz und Gewebe. Ich habe sie mal ein bisschen dargestellt. Also wie gesagt, so unidirektionale Matten, dann Gewebe, geflochten, reine Fließmatte. Das ist dann im Prinzip kurzgeschnittenes Gewebe im Nadelbett zusammengefasst. Bis zur Langglasfaser, Kurzglasfaser und unverstärkt. Von hier nach hier unten nimmt die Steifigkeit des Grundmaterials ab. Allerdings, wenn Sie wieder hier die Designfreiheit anschauen, dann haben Sie im Prinzip beim Spritzguss volle Designfreiheit und in der ganzen Laminattechnologie eingeschränkte Designfreiheit. Ja, und wie gesagt, da ist man jetzt im Prinzip in den letzten Jahren auf die Idee gekommen, dass man beide Verfahren kombiniert, sprich für die Fläche die Gewebe oder die Fasern hernimmt und für die Dreidimensionalität den Spritzguss. Also man kombiniert letztendlich die Verfahren. Ich habe es hier auch mal nochmal ein bisschen zusammengestellt. Wir haben hier unseren Spritzguss, wir haben hier im Prinzip ein thermoplastisches Organoblech, das heißt also Glasfasergewebe, gedrängt in Polymermatrix, meistens PP oder PA, und bringt beides dann zu einem dreidimensionalen Bauteil zusammen. Ich habe hier mal zwei Beispiele, Opel-Sitzschale, wo hier unten im Prinzip die Fläche mit dem Organoblech gemacht ist und die ganzen Anbindungen im Spritzguss vollzogen sind, aktuell gerade im Serienanlauf Ford-Türmodul mit gleichen Sachen. Wie gesagt, dass das jetzt nicht mehr so in den Kinderschuhen steckt, sieht man bereits hier, sind zig Demonstratoren entwickelt worden in der Industrie und in den Hochschulen, sage ich mal, und es sind inzwischen einiges an Serienbauteilen draußen. Es ist hier immer noch einiges an Potenzial drinnen. Das größte Thema ist hier die Verbundhaftung zwischen beiden Werkstoffen, wo man auch oft immer den Bruch dann letztendlich hat. Ich habe es hier mal nochmal dargestellt. Also, Entschuldigung. Wir haben hier den Werkstofffaktor und haben hier letztendlich die Verbundhaftung und müssen das letztendlich zusammenbekommen. Vom Prozess her, wie gesagt, ist die Thematik auch wieder relativ einfach, hat natürlich einen hohen Automatisierungsgrad. Man hat das Organoblech, man heizt das Organoblech in IR-Strahlern oder Durchlaufofen auf, legt es ins Werkzeug ein, bringt dann die dreidimensionale Struktur ans Werkzeug und kann anschließend entformen und hat letztendlich in der Regel werkzeugfallende Teile. Das habe ich schon gesagt, das Thema Verbundhaftung ist hier ein wichtiges Thema. Sie sehen jetzt auch hier mal ein bisschen den Einfluss der Temperatur auf die Verbundhaftung. Das ist ein Polypropylen. Wir haben hier im Prinzip so ein Rippenwerkzeug
Und man sieht im Prinzip, dass man bei 220 Grad ein Optimum an Verbundhaftung hat. Wird man zu warm, schädigt man das Material, ist man zu kalt, sag ich mal, hat man letztendlich dann wieder zu wenig Festigkeit. Das hat uns dann auch mal auf die Idee gebracht, dass man das Ganze variotherm fahren kann. Hatten dann auch mit der Firma Contura, die ist ja auch hier im Haus, ein Prüfwerkzeug gebaut, wo ein Teil in dem Werkzeug konturnah temperiert ist und der andere konventionell. Und auf die Art kann man sich das Vorheizen der Organobleche ersparen. Und wenn man die Werte vergleicht, Sie sehen jetzt ganz normale 20 Grad Werkzeugtemperatur für Polypropylen. Rot ist konventionell die Verbundhaftung und blau ist variotherm. Und man sieht im Prinzip, dass man selbst schon bei kalten Temperaturen mit variotherm letztendlich gute Werte hat. Und das geht bis ins Bauteil rein. Man hat hier bei konventionellen, wie gesagt, via anklebender Materialien und beim Variotherm letztendlich dann doch ein Eindringen des Verbundmaterials. Wie gesagt, der Prozess wird momentan industrialisiert, ist sicherlich noch ein bisschen Grundlagenforschung zu machen. Aktuell geht es mehr Richtung Recycling. Und das nächste, was eigentlich auch immer so ein Thema ist, jetzt diese Glasfasergewebe, Kohlenstofffasergewebe mehr durch Naturfasern zu ersetzen, ist auch nichts Neues. Allerdings, wenn man so ein bisschen dann genauer hinschaut, dann finden Sie, dass die meisten Teile hier keine Spritzgussteile sind, sondern Pressteile und dass die meisten Bauteile hier im Prinzip dann nicht mit Thermoplasten, sondern mit Duromeren letztendlich versetzt sind. Das zeigt auch das Bild hier wieder, wie gesagt, das Formpressen, also wirklich die Presstechnologie ist hier noch im Vordergrund und da hat man einfach nicht die ganze Designfreiheit wie beim Spritzguss und auch nicht die Zykluszeiten, die man letztendlich realisieren will. Ja, und die Vision ist jetzt eigentlich, wie es auch in den ersten Ansätzen schon gemacht ist, dass man zu dazu dreidimensionalen Strukturen kommt, Thermoplast, Holz, Verbundplatte, angespritzt mit Funktionselementen, die Randbereiche noch versiegelt und wie gesagt, zusätzlich soll das Ganze dann eigentlich auch noch letztendlich in One-Step-Funktion mit Oberflächen kaschiert werden. Heute ist das alles ein 3-Step-Versuch. Sie werden sich natürlich fragen, warum sind die ganzen Sachen bis heute immer alle in Harzsysteme? Das ist das Thema Holz. Holz hat bei 150, 190 Grad massive Bauchschmerzen und verliert an Gasen, sage ich mal. Wir haben es hier mal ein bisschen reingeschrieben. Letztendlich 50% Gewichtsprozent Faseranteil. Und wenn man die 190 Grad hat, dann hat man noch einen erträglichen Geruchsbereich, den man dem Holz zumuten kann. Wenn man jetzt so unsere Verarbeitungstemperaturen anschaut, bei Kunststoffen, sage ich mal, dann ist man hier maximal mit einem Polyethylen oder Polypropylen dabei. Aber nichtsdestotrotz, der Wunsch ist da, den grünen Fingerprint in die Produkte zu bringen. Und wir haben uns das auch in Rosenheim ein bisschen auf die Fahnenstange gepackt und sind gerade dabei, hier Forschungsaktivitäten aufzubauen. Wir haben hier, sage ich mal, eine Anlage zum Kombandieren von Holzverbundwerkstoffen und auch eine Anlage zum Herstellen von Holzfasern, die speziell auf großflächige Bauteile aus ist. Also die Presse hat eine sehr große Schließplatten, hat 400 Tonnen, aber die Schließplatten von einer 1000-Tonnen-Maschine, weil man hier wenig Anspritzmaterial in der Regel dran packt und deswegen damit auskommt. Das ist der Bereich Spritzguss. Im Bereich Holz haben wir dann hier das ganze Holzaufbereitung dazu bekommen. Es nennt sich Refiner. Für mich als Spritzgießer ist das auch was Neues. Und im Prinzip wird eins gemacht, das wird der Holzstamm, den man kennt, der wird klein gehäckselt. Anschließend wird das Häckselgut in ein kleines Kochbad und in Mahlscheiben gebracht. Man bekommt anschließend Fasern. Ziel ist es, die Fasern definiert zu bekommen.
und die Fasern auch noch so zu modifizieren, dass sie höhere Temperaturen aushalten und auch später im Autoleben oder im Produktleben wenig Geruch erzeugen. Vielleicht auch noch eins, bis heute wird sehr viel in diesen Holzfaserverbundwerkstoffen, Fasermaterialien, Flachs, Sisal, Banane, Hanf und so weiter verwendet. Die unterliegen extremen zeitlichen Schwankungen, kommt von der Region an, kommt von der Erntezeit an, kommt aufs Jahr drauf an. Das sind 30-40% Schwankungen in den Festigkeiten oder Eigenschaften durchaus möglich. Das heimische Holz, Fichte und so weiter, hat hier Schwankungen kleiner 5%. Das ist auch der Fokus, wo wir hinwollen. Kleiner Nachteil, das heimische Holz hat aktuell Faserlängen von 1,5 bis 2 mm. Also da muss man ein bisschen Abstriche machen, aber wir hoffen über die Maltechnik hier ein bisschen weiterzukommen. Und das ist so letztendlich ein Fokus, hier die Spritzgusstechnik mit der Refiner-Technik zu großflächigen Bauteilen zusammenzubringen. Und da kommt dann auch wieder klassisch das Thema Verbunde auf. Man will natürlich auch wieder die Holzfliese mit der Kunststofftechnik verbinden, braucht hier ausreichend Festigkeiten. Wir gehen auch weiter den Weg, dass wir sogar Echtholz als Oberfläche mit solchen Werkstoffen verbinden wollen und hier die nötigen Modifikationen letztendlich bekommen. Wie gesagt, von der Sache her wollen wir dann auch noch ein bisschen einen weiteren Weg gehen, das Ganze dann auch mehrdimensional zu funktionalisieren, also Holzfaserverbunde, Holzeinlege und das Ganze dann noch mit Softtouch und Ähnlichem weiterzugehen. Das werden wir uns die nächsten Jahre ein bisschen beschäftigen, sage ich mal. Ja, dann das dritte Thema, additive Fertigung. Wie gesagt, da kann man sicherlich auch sehr lange drüber reden. Eine Frage, wie gesagt, die ich vielen Spritzgießern und die ich auch immer wieder am Markt bekomme, ist, wo geht die Reise hin? Viele haben Angst, dass die additive Fertigung irgendwann einmal den Spritzgießprozess ablösen will. Ich persönlich habe davor zumindest die nächsten 20 Jahre keine Angst. Selbst wenn die additive Fertigung die vierfache Geschwindigkeit wie die letzten 20 Jahre aufnimmt, wird es noch eine Weile dauern, sage ich mal. Wart hier, muss man ganz klar sagen, heute deutlich längere Prozesszeiten und wird für die Großserienproduktion ein Spritzgießprozess, denke ich mal, nicht so schnell Parole bieten können, sage ich mal. Nichtsdestotrotz, das Thema wird uns weiter beschäftigen. Über die additive Fertigung kann man Geometrien erzeugen, die sind mit konventionellen Produkten letztendlich nicht herstellbar. Und das ist auch heute State of the Art. Contura ist ja heute auch im Haus. Werkzeugeinsätze mit konturnaher Temperierung, mehr Materialienverbunde ineinander geschichtet. Da kann man heute einige Sachen machen. Nur man darf immer nicht vergessen, heute so ein Werkzeugeinsatz mit 1 Kilo Stahl zu sintern, dauert nach meinem Kenntnisstand auch so um die 2 bis 3 Stunden. Da ist man meistens im Fräsen oder Ähnlichem schneller und geht man in die Kunststoffbereiche, dann sind die Unterschiede teilweise noch eklatanter. Also man hat hier, denke ich mal, in den nächsten Jahren sicherlich Zuwächse für Kleinstserien. Es gibt aktuell Veröffentlichungen von einigen Herstellern, dass sie 50.000 Teile pro Jahr mit additiver Fertigung umsetzen können. Wenn man dann genauer in die Veröffentlichung reinschaut, dann sind die Teile 2x, 3x, 4 mm groß. Also von der Seite her, man hat hier einfach eine Volumenausbringung, die ist begrenzt. Ja, deswegen denke ich mal, zumindest in der Kunststoffindustrie wird die additive Fertigung, wie ich hier angedeutet habe, im Bereich der Werkzeugeinsätze sicherlich weiterhin vormarschieren. Und das Zweite, sie wird im Bereich der Produktentwicklung drin sein und speziell im Bereich der Prototypen wird man hier immer mehr und mehr, sage ich mal, additive Fertigungen integrieren. Man muss immer aufpassen, ich habe es deswegen immer so reingepackt, Prototypen, das ist ein sehr vager Begriff, sage ich mal.
Es gibt vom Industriedesigner hier so Sachen, aber auf was ich hingehen wollte, wenn wir speziell jetzt wie Spritzgießer von Prototypen reden, dann interessiert uns die spätere Funktionalität, sprich das Originalmaterial, das Originalverfahren. Also man möchte eigentlich hier relativ nah am Prozess sein. Es hilft nichts, wir haben hier Automobilblende, die ist zwar unverstärkt, aber wenn die mit glasfaserverstärktem Material ist, dann will ich die Orientierung und alles, wie sie später im Werkzeug sind. Oder in dem Fall ist es ein Polypropylen, da will ich auch die Kristallisation, die ich später habe. Das ist eins, man muss also dann mit diesen generativen Verfahren näher eigentlich an den Prozess ran. Und wenn man das zweite nochmal ein bisschen betrachtet, sage ich mal, dann ist auch das ganze Thema, was ist wichtig für Kunststoffteile. Und auch hier wieder, wir haben im Prinzip Gewichtswirtschaftlichkeit und vor allem Optik, Stylistik. Also spielt eine ganze Rolle. Ich habe es ja am Anfang mit meinen Bildern letztendlich gebracht, dass wir auch hier wieder Oberfläche ist eigentlich ein wichtiges Gut der Kunststoffteile. Und von der Seite her, da hapern viele Verfahren, sei es die Pulververfahren, sei es auch die FDM-Verfahren, die haben dann doch immer etwas ruppigere Oberflächen. Deswegen auch wieder wegen Material, wegen Oberfläche geht man eigentlich ganz gern wieder in den Spritzgussprozess zurück. Es gibt hier Möglichkeiten über drei Fräsen, Alu und so weiter. Da sind einige Firmen unterwegs. Und momentan kristallisieren sich auch wieder zwei Sachen raus, Einsätze entweder zu Sintern aus Metall oder, was deutlich kostengünstiger ist, in der Stereolithografie über metallgefüllte, harze Kunststoffeinsätze zu Sintern. Man hat hier gesagt, das sind, dass wir Gefühl haben, 140 mal 140 mm und 60 mm tief der Einsatz, den bekommt man zwei Einsätze über Nacht aus der Anlage locker raus und hätte im Prinzip am nächsten Tag hier einen fertigen Einsatz. Was Sie ein bisschen Gefühl bekommen, die Oberflächen, die Sie hier sehen, die sind nicht nachbearbeitet, die sind 1:1 aus der Anlage raus, wenn man in Flüssigverfahren reingeht. Beim Metallbereich musste hier nachgefräst werden. Tendenziell schöner Ansatz. Funktioniert auch teilweise wunderbar. Wir haben hier auch noch einige Versuche gemacht. Sie sehen hier im Prinzip den Einsatz, leider die Legende unten nicht dran, wie er nach 100 Schuss mit Polypropylen ausschauen kann. Und Sie sehen, wie der Einsatz nach 3 Schuss mit Polycarbonat ausschaut. Also es hängt sehr stark noch von dem Werkstoff ab, den Sie reinpacken. Von dem hier haben wir auch einmal Polycarbonat rein, den hat es dann auch komplett zerrissen. Also das Schwindungsverhalten ist hier wirklich noch so mit der Thema. Das nächste ist natürlich das ganze Abkühlverhalten. Sie können mit dem Kunststoffeinsatz nicht die Standardzykluszeiten fahren. Wir sehen hier mal ein bisschen die Zykluszeiten und sind wir hier so bei 300, 400 Sekunden. Prototypenbereich sicherlich kein großes Thema. Aber für Serienproduktion ist man hier dann auch noch mal ein Stück weg. Man findet es auch in den Materialeigenschaften wieder. Man hat nicht die Wärmeableitung und auch nicht die Gefügeeigenschaften, die man sonst im normalen Kunststoff hat. Aber Sie sehen so mit einfachen Tricks wie einfach Kühlung mit Druckluft an der Oberfläche kommen Sie dann doch auch mit Zykluszeiten unter 100 Sekunden zurecht. Also da bin ich mir sicher, da wird in nächster Zeit noch einiges gehen. Allerdings auch hier wieder Vorsicht, Kühlbohrungen und ähnliches in Kunststoffeinsätzen hilft nichts, die Wärmeleitung ist so schlecht, Sie müssen es wirklich an der Oberfläche wegnehmen. Ich sage, das haben wir so ein bisschen Überblick über die drei Verfahren oder was wir zu dem Thema an der Hochschule Rosenheim aktuell machen. Ich möchte es dann noch ein bisschen zusammenfassen oder auf ein paar Sachen hinweisen. Ich habe Ihnen ja das ganze Thema Datenmanagement gesagt, speziell jetzt auch im Rheinraum. Wir haben hier im Prinzip die Trallab-Auslässe gesteuert, hatten 5 Partikelzähler, die die Verunreinigungen im Raum kontrollieren. Und Sie werden es nicht glauben, einer der Mitarbeiter ist auf die Schnapsidee gekommen und hat einmal ein Bewegungsprofil von den Mitarbeitern im Raum gemacht. Also man hat hier plötzlich
ähnlich wie man es im Internet macht, man hinterlässt Spuren überall. Wenn Sie sich mit Ihren Karten an Maschinen einloggen, also wie gesagt, auch dieser digitale Fingerprint eines Einzelnen oder die Spur eines Einzelnen ist überall da. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, die Vernetzung wird weitergehen. Man hat da wahrscheinlich keine Chance mehr, die aufzuhalten. Es ist zu bequem, die Vorteile sind zu schön, sage ich mal, um das letztendlich zu stoppen, sage ich mal. Also, und ich denke mal, es wird auch mehr und mehr in die Cloud gehen. Wobei, sagen wir auch hier, die meisten Firmen haben ja immer noch das Thema, was auch Sicherheit angeht. Ich glaube, es traut sich noch kein Verarbeitungsbetrieb, die Spritzgussmaschine ans weltweite Netz zu hängen. Man trennt es immer noch strikt, weil es könnte dann wirklich sonst jemand fremd steuern, wenn jemand in der Maschine drinnen ist. Also da hätte ich auch Bange dafür. Ja, und wie gesagt, so schön alles ist, hier noch schöner Abschlusssatz oder Comic, darf jeder selber noch lesen, sage ich mal, wenn dann die Maschinen selbstständig agieren. Ja, vielen Dank. Ja, schönen Dank, Herr Professor Karlinger.